Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Prozess- und Kommunikationsmodellierung. Mein Name ist Stefan Oppel und wir werden gemeinsam das Vergnügen haben, dieses Semester, diese Lehrveranstaltung gemeinsam zu bestreiten. Ich habe ja leider die Vorbesprechung versäumt, deswegen darf ich mich auf diesem Weg nochmal kurz melden und die wesentlichen Punkte nochmal zusammenfassen, sowohl was das Inhaltliche betrifft, als auch was das Administrative betrifft. Sie haben ja vielleicht schon einige der Videos gesehen, die wir vorbereiten. In diesen Videos ist es so, dass wir uns entlang des Skriptums orientieren und dass ich immer ein bisschen was dazu erzählen werde, was denn wichtig ist und wo die wesentlichen Punkte zu verstehen sind. Deswegen habe ich auch dieses Tablet in der Hand. Da drauf ist eben das Skriptum als PDF geöffnet und ich werde, so es denn notwendig oder sinnvoll ist, dann auch immer wieder direkt dazu annotieren. Und das dann im Video dementsprechend sichtbar machen. Gut, bei der Vorlesung Prozess Kommunikationsmodellierung ist es so, dass die nach dem sogenannten Flipped Classroom Prinzip abgewickelt wird. Das heißt, ich werde ja keine klassische Vorlesung im Hörsaal halten. Im Hörsaal machen wir eher die spannenderen Sachen. Da werden wir versuchen, die Inhalte, die wir uns erarbeiten, praktisch anzuwenden. Das setzt aber voraus, dass diese Erarbeitung der Inhalte auch tatsächlich passiert, im Vorfeld zu den Präsenzterminen. Und das ist genau der Punkt, warum wir diese Videos anfertigen. Mit diesen Videos soll es möglich sein, sich vorzubereiten, um dann im Präsenztermin direkt in die Anwendung einzusteigen. Jetzt ist das Ganze formal nach wie vor natürlich eine Vorlesung. Das heißt, es besteht keine Anwesenheitspflicht. Es ist auch nicht unbedingt notwendig für den Prüfungserfolg zu den Präsenzterminen zu kommen. Wir glauben, es ist hilfreich. Wir glauben, es hilft dabei, vor allem die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Themen zu verstehen. Und wenn man einmal was angewendet hat, dann tut man sich üblicherweise dann einfach auch leichter, die Konzepte miteinander in Beziehung zu setzen und tiefer zu durchdringen. Deswegen das Angebot dieser Präsenztermine, wie gesagt, ist nicht verpflichtend. Die Vorlesung kann auch absolviert werden, wenn man nie anwesend ist, wenn man nur das Skriptum lernt, gegebenenfalls in Kombination mit den Videos, die wir zur Verfügung stellen, sollte das ausreichen. In den Präsenzterminen machen wir, wie gesagt, die Vertiefung und in dieser Vertiefung geht es dann darum, die Querverbindungen nur mal in der praktischen Anwendung zu sehen. Und weil das dem Verständnis zuträglich ist, sollte das nicht nur bei der Prüfung unmittelbar helfen, sondern setzen wir auch ein kleines oder mittelgroßes Incentive, um wirklich bei den Lehrveranstaltungen auch aktiv teilzunehmen. Es wird da immer eine vertiefende Übung geben, die wir gemeinsam durchführen. Und wer diese Übung oder die Dokumentation dieser Übung in der Folge abgibt, der erhält dann auch Bonuspunkte, die auf die Klausur angerechnet werden. Dazu aber nachher dann noch einmal mehr. Aber wie gesagt, die wichtigsten Punkte wären formal, ist es eine Vorlesung, es ist keine Anwesenheitspflicht. Inhaltlich empfehlen wir, sich mit den Videos und dem Skriptum jeweils auf den Präsenztermin vorzubereiten und dann beim Präsenztermin in die praktische Anwendung zu gehen.